ganzen Monate immer dasselbe. Und wenn ich so Ihre Schilderungen höre, schon im Parlament war das so, wie schrecklich es in Österreich ist, da frage ich mich immer, von welchem Land redet eigentlich der Dr. Mock? Von welchem Land? Wir sind das Land, von dem die internationalen Wirtschaftszeitungen übereinstimmend berichten, dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa haben, wenn man von der Schweiz absieht, wo um hunderttausende Menschen weniger Arbeit haben. Wir sind das Land, das mit zu den wenigen Ländern gehört, die die niedrigste Inflationsrate haben. Wir sind das Land, in dem mitten im Winter, in einer Zeit, wo überall die Arbeitslosen noch hinaufgegangen sind, bei uns schon um fast 50.000, wenn Sie sich genauer informieren wollen, 45.000 etliche zurückgegangen sind, tausende junger Arbeiter und Arbeiterinnen Arbeit gefunden haben. Wir sind im Begriffe, hier wieder einen Rekord zu erreichen. Und Sie gehen her und erzählen den Leuten, dass Österreich ein Land ist, das vor dem Abgrund steht. Dramatisieren Sie die Dinge doch nicht so, das glaubt Ihnen doch niemand, Herr Dr. Mock, das ist doch ein Unsinn. Wir sind das Land, in das die Leute aus der ganzen Welt kommen, um zu fragen, wie habt ihr denn das gemacht, dass ihr eine so niedrige Arbeitslosigkeit erreichen könnt. Sagen Sie mir doch das Land, das Sie nachahmen wollen. Die Mrs. Thatcher-Politik wollen Sie machen, mit Ihren Millionen Arbeitslosen, die Politik des Präsidenten Reagan mit Ihren Millionen Arbeitslosen und den Suppenausgabestellen. Ja, welche Politik wollen Sie? Wo nehmen Sie denn das her? Sie glauben, dass Sie mit diesem berühmten Zauberwort der 60 Milliarden was machen. Die haben sich ja ununterbrochen verändert. Einmal waren es 60 Milliarden, bei anderen ja Leute waren es 20 Milliarden, dann waren es wieder 40 Milliarden, dann waren die Zeiten anders. Herr Dr. Mock, so kann man mit den Leuten nicht umspringen. Das nimmt Ihnen ja niemand ab, wenn Sie den Leuten erzählen, dass dieses Land im tiefsten Elend ist. Das glaubt Ihnen ja niemand. Und ich sage Ihnen noch etwas. Wir haben mehr für die Kleinen und Mittleren getan, als für die Großen in diesem Land. Das wissen Ihre Leute von der Wirtschaft selber am besten. Herr Bundeskanzler.